Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer YouTube-Serie Kanalbootabenteuer in, oh, in England? Nein, diesmal in der Folge 78 geht es um Kanalbootabenteuer in Deutschland. Wir werden Anfang 2022 in Nordostdeutschland unterwegs sein, genau genommen in Brandenburg auf der Havel und seinen Nebenflüssen und Seen. Wir haben ja schon darüber berichtet, dass wir den Plan haben, in diesem Jahr noch in England zu fahren mit unserer Ange Delo und dann das Boot ja, bestmöglich zu verkaufen, um uns dann in 2023 ein Boot in Deutschland zu kaufen und die German Inland Waterways zu bereisen. Und um einmal für eine Woche reinzuschnuppern, haben wir uns gleich zu Anfang der Saison im Frühjahr sozusagen, wenn noch nicht so viel los ist und die Boote nicht so teuer sind, haben wir uns es mal gegönnt, für eine Woche ein Boot zu mieten. Das Ganze wird uns 1250 Euro die Woche kosten, also auch nicht ganz günstig, aber man muss ja irgendwo anfangen, auch seine Erfahrungen hier in Deutschland zu sammeln. Ausgesucht haben wir uns ein Boot der Hire Boat Company Locabout. Die bieten Boote an in Frankreich, in Irland und auch seit einigen Jahren in Deutschland. Die Binnengewässer in Deutschland, dazu will ich nur ein bisschen was sagen, und blende dazu mal eine Karte ein. Hier haben wir nun eine Darstellung der Bundeswasserstraßen in Deutschland. Insgesamt 7500 Kilometer an Wasserwegen. 75% davon, also drei Viertel Flüsse und Seen und ein Viertel, 25% künstlich gegrabene Kanäle. Neben den langen Flüssen, dem Rhein und seinen Zuflüssen, dem Neckar, dem Main, der Lahn, der Mosel, gibt es hier im Norden noch die vier Flüsse Ems, Weser und Elbe und den Grenzfluss nach Polen rüber, die Oder. Und der zentrale Verbindungsweg ist der Mittellandkanal, der die Ems mit der Weser, mit der Elbe und hier über den Elbe-Havel-Kanal und den Oder-Havel-Kanal die Verbindung rüber nach Polen schafft. Und wenn man sich dann dieses Gebiet hier oben rechts anschaut, in der ehemaligen DDR, Nordostdeutschland, nördlich von Berlin gelegen, dann sind dort alleine 3000 von den 7500 Kilometern Wasserwege zu finden. Und das schauen wir uns nochmal näher an, weil das ist das Gebiet, was wir demnächst erkunden wollen. Hier ist ja Bremen und 350 Kilometer entfernt liegt Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Und knapp 40% dieser Binnengewässer in Deutschland liegen im Nordosten, in der ehemaligen DDR, nördlich von Berlin, rund um Berlin und so weiter. Und das möchte ich euch jetzt auch noch ein bisschen näher vorstellen und nehme, wie gehabt, wieder eine kleine Karte zur Hilfe. Das Gebiet, von dem wir jetzt sprechen wollen, wird eingegrenzt von Schwerin im Norden, in Mecklenburg-Vorpommern, Dömitz an der Elbe im Westen, Magdeburg im Südwesten und Brandenburg, Berlin natürlich und Eisenhüttenstadt im Südosten. Und hier in Rot eingetragen sieht man die beiden Hireboat-Stationen, einmal Flesensee an der Müritz und
Fürstenberg an der Havel. In Fürstenberg werden wir unser Boot übernehmen und südlich fahren, weil eine Schleuse, die nach Norden geht, im Moment noch wegen Reparaturarbeiten gesperrt ist, bleibt uns für diese Reise nur der südliche Pfad, um Neues zu entdecken. Und die hellblaue Blase zwischen Liebenwalde, Schwerin und Dömitz ist markiert ohne Führerschein. Das heißt, in diesem Bereich kann man ohne Sportbootführerschein fahren. Nur da, wo noch Berufsschifffahrt ist, und das schauen wir jetzt mal an in Liebenwalde, da geht die Havel über in den Oder-Havel-Kanal und das ist die Ost-West-Achse der Binnenstraße von Polen vorbei an Berlin, Brandenburg, auf die Elbe-Havel, auf den Elbe-Havel-Kanal und den Mittellandkanal und dann rüber nach Belgien, Niederlande, Frankreich. Das ist natürlich Berufsschifffahrtsstrecke und dazu braucht man, genau wie rund um Berlin, entsprechend einen Bootsführerschein, den ich ja seit über einem Jahr besitze. Ja. Und was haben wir uns denn jetzt für ein Boot ausgesucht? Gut, ich werde euch das mal jetzt näher vorstellen. Schaut mir am besten wieder über die Schulter. Und jetzt schauen wir uns mal den Bootstyp an, den wir gemietet haben. Eine Peniche Terrasse. Terrasse, weil es hinten einen großen Terrassenbereich hat mit einer Schiebetür in die eigentliche Kabine hinein. Und Penichette, das ist die Verniedlichungsform von Peniche, das ist Französisch und Peniche heißt Lastkahn. Wir haben so einen ähnlichen Boottyp schon mal vor über 30, 40 Jahren in Frankreich gefahren. Hier steht noch, eine geräumige Penichette ist ideal für Großfamilien. Das werden wir gleich nochmal sehen, wenn wir auf das Layout gehen. Was man hier noch sehen kann, man kann rundum rumgehen, um anzulegen. Es gibt also hier diese Reling, die einen da schützt, dass man nicht ins Wasser fällt. Helle Kabinen und einen erhöhten Steuerstand machen das Ganze sehr übersichtlich. Und jetzt schauen wir mal auf das Layout. Hier zunächst mal die Abmessung, 11,2 Meter lang. 3,85 Meter breit, also knappe 45 Quadratmeter Grundfläche, Tiny House, schwimmend. Die lichte Höhe 2,60 Meter, um gut unter Brücken durchzukommen, der Tiefgang nur 85 cm, 700 Liter Trinkwasser, da kann man eine Menge duschen und Zähne putzen. Der Verbrauch 4 Liter pro Stunde, das ist eine ganze Menge. 360 Liter ist das Fassungsvermögen des Dieseltanks. Übrigens, die Narrowboats brauchen nur ca. 1,3 Liter pro Stunde, also deutlich effizienter. Hier noch ganz wichtig, die Innenhöhe des Bootes im Bug 1,92 Meter, am Heck 1,98 Meter. Das ist wichtig für mich. Ich bin 1,93 groß. Und wenn wir jetzt nochmal von hinten nach vorn uns das anschauen, hier sehen wir die Terrasse, im Sommer natürlich sehr schön zum Sitzen rausgucken. Dann kommt man durch die beiden Schiebetüren in den Wohn-Essbereich hinein. Links die Küchenzeile, rechts eine Sitzgruppe, die man im Zweifelsfall noch umbauen kann für ein Doppelbett, wenn man das möchte. Hier der Steuerstand, an dem man das Boot steuert. Eine Garderobe, dann geht es in zwei, drei Stufen runter in einen etwas tiefer gelegenen Bereich. Dort finden wir auf der linken und auf der rechten Seite spiegelbildlich jeweils eine Doppelbettkabine. Na, was machst du denn da mit mir? Hey, so. Eine Doppelbettkabine mit einem kleinen Waschbecken dabei, mit einer Garderobe und jedes
Pärchen sozusagen hat auch noch einen eigenen Dusch-WC-Bereich. Das ist also sehr, sehr komfortabel. Und ich hoffe, dass ich euch das Boot dann natürlich noch von innen ausführlich vorstellen kann, wenn wir dann erst unterwegs sind. Damit wisst ihr also jetzt, was demnächst vor uns liegt. Und wir werden natürlich von dieser Reise berichten, bereits auch von der Anreise. Das werden ungefähr 350 Kilometer sein und wir werden dafür mit dem Auto circa 4 Stunden benötigen. Also das Ganze liegt nahezu vor der Haustür, kann man sagen. Und das ist auch ein Grund, weswegen wir uns entschieden haben, uns von den Inland Waterways in England nunmehr ein Stück weit zu verabschieden, weil doch die Anreise über den Kanal mit der Fähre und so weiter kostenintensiv und beschwerlich ist und wir einfach mehr ein Hausboot vor der Haustür haben wollen. Der Name Haus steckt ja irgendwie auch mit drin. Okay, also, wir werden natürlich berichten. Freut euch auf das, was kommt. Danke für eure Aufmerksamkeit auch heute und tschüss, bis zum nächsten Mal.